Ahoi zusammen zu einer neuen Folge Events erklärt. Mit Patch 0.8.10, das heute live ging, hat nicht nur eine Linie, sondern seit längerem auch endlich mal wieder eine neue Nation in World of Warships Einzug gehalten. Und zwar, ihr seht es im Hintergrund schon, da seht ihr das Stufe 1 Schiff der italienischen Kreuzer. Ja, geht los mit der Eritrea und da gucken wir mal kurz in Forschungsbaum, was es denn da alles gibt. Ja, einige Schiffe, die tatsächlich auf See unterwegs waren. Ja, bekannteste dürfte dann wohl die Zara sein mit dem ikonischen, man sieht es leider in der Farbskalierung gar nicht, aber das Rot-Weiß-Rot, wie die italienischen Schiffe lackiert wurden, um sie vor Eigenbeschuss zu schützen. Oder vor Eigenbombardierung. Und endet dann über die Amalfi und die Brindisi in der Venezia. Und das ist ein Kreuzer mit 5x3 203 mm Geschützen. So viel erstmal dazu. Da haben wir jetzt italienische Kreuzer Teil 2. Die italienischen Kreuzer gehen mit 0.8.10 aus dem Vorabzugang und eine neue Sammlung sowie der italienische Kapitän Luigi Sansonetti sind auch bereit, ins Spiel einzugehen. Verfügbare Belohnungen, da gucken wir gleich drüber. Zuerst mal gucken wir uns an, was ich als die Hauptbelohnung dieses Patches erachte. Und zwar ist das ein Spezialkapitän Luigi Sansonetti, ähnlich wie der französische Kapitän Aubignon, oder der russische Kuznetsov, die in diesem Jahr schon ins Spiel gekommen sind, haben die auch hat Sansonetti auch ein paar Talente, die aktiviert werden, wenn ihr im Spiel ein bisschen was erreicht. Nicht so wie bei Yamamoto und Halsey, dass das irgendwie nur an Errungenschaften gebunden ist, ja, zum Beispiel ein Kraken für Yamamoto, sondern es ist zum Beispiel so, dass wenn ihr 100 Treffer mit der Hauptbatterie erzielt habt, erhöht sich die Wirkungsdauer aller Verbrauchsmaterialien um 10%. Ja, kann einmal pro Gefecht aktiviert werden. Das heißt, es ist vollkommen irrelevant, ob ihr irgendeine Errungenschaft bekommt, um dieses Talent zu aktivieren. Ja, dann gibt es noch eins, wird aktiviert, wenn man ein feindliches Schiff zerstört hat und erhöht die Reichweite der Hauptgeschütze um 8%. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Kann einmal pro Gefecht aktiviert werden. Und wenn ihr zudem noch die Auszeichnung Unterstützer, also da ist doch was an Errungenschaften gebunden, erhaltet, verringert ihr die Nachladezeit der Hauptgeschütze um 15%. Ja, Unterstützer nur nochmal zur Erinnerung, das war, wenn ihr mindestens 6 gegnerische Schiffe zu je 20% beschädigt. So, das sind die drei. Hinzu kommen noch zwei verbesserte Fähigkeiten. Lademeister oder Ladeschütze, der verbesserte, der, wo dann das Wechseln von der einen, vom einen auf den anderen Munitionstyp nicht in 50% der Zeit, sondern in 75% um 75% reduziert wird. Und eine verbesserte Torpedobeschleunigung. Ja, nicht 5 Knoten gibt es dazu, sondern 7. Und dazu dann natürlich noch, immer wenn ihr eins dieser Talente aktiviert, dann gibt es ein bisschen Feuerwerk und es gibt farbige Leuchtspurgeschosse. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und da gehen wir jetzt ein bisschen weiter hoch. Es ist nämlich so, dass ihr, um an den Kapitän ranzukommen, eine Sammlung braucht. Die Sammlung besteht aus 4 Abschnitten mit je 4 Elementen. Und wenn ihr die voll habt, dann gibt es den Kapitän. Schauen wir uns die Sammlung mal an. Da bin ich jetzt bei mir im Hafen und da sehen wir jetzt hier die Sammlung schnell und entschlossen. Und ihr seht, ich habe die schon mal mit einem Kaufcontainer gestartet, damit wir da uns ein bisschen was angucken können. Und es ist so, dass für jeden dieser 4 Abschnitte gibt es einen Tag Warships Premium. Das heißt, da sind schon mal 4 Tage Warships Premium drin für diejenigen von euch, die Free-to-Play spielen. Und wenn wir das Ganze abgeschlossen haben, bekommen wir den Kapitän, der ist dann eingelernt auf die Eritrea, also auf das Stufe 1 Schiff und kommt mit 10 Fähigkeitspunkten. Ja, die können wir dann entsprechend vergeben. Jetzt sind wir wieder im Portal. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn an diese
Elemente an diese Sammlerstücke denn ran. Und da ist es so, das funktioniert in dieser Sammlung nur über besondere oder nur über die zu diesem Patch gehörenden Container. Ja, das heißt über diese Container, egal ob es die Silber- oder die einfache Variante oder die Premium-Variante ist. Die Premium-Variante gibt es natürlich im Shop und in der Waffenkammer gegen Dublonen. Das hier sind diejenigen, die wir erspielen können. Und ihr seht, in beiden ist immer das Element einer Sammlung drin. Es ist nicht so wie zum Beispiel bei der Sammlung für die amerikanischen Kreuzer Anfang des Jahres, dass die Elemente in den regulären Containern drin sind, die ihr jeden Tag euch durch das Zusammenfahren von Erfahrungspunkten einholt. Nein, das ist nicht der Fall. Und das ist natürlich jetzt immer so eine Sache, wie viel Container könnt ihr denn haben? Ja, ihr braucht mindestens 16 Sammlerstücke, also 16 mal ein einzelnes, ein einzigartiges Sammlerstück, damit ihr das vormachen könnt. Und da kommt jetzt die Gesamtübersicht hier wieder ganz nützlich herbei. Also, wer in Update 0.8.10 in seiner eigenen Geschwindigkeit spielt und in jeder der ersten beiden Direktiven 6 Aufträge abgeschlossen hat, kann bis zu 2 Container und 276 mediterrane Marken verdienen. Ah, okay, also erstens mal, wir haben wieder Direktiven. Und zweitens, es gibt Marken. Für diejenigen von euch, die sagen, sie wollen unbedingt Sazonetti und sich nicht auf das Glück verlassen, da ist es dann so, da müsst ihr dann schon wirklich viel spielen. Ja? Das heißt, alle Direktiven abschließen und dann für die italienischen Marken in der Waffenkammer entsprechend die Container kaufen. Und da hättet ihr dann die Möglichkeit auf insgesamt 28 Container. Ja? Das heißt, 28 Mal die Möglichkeit, ein Sammlerobjekt oder ein Sammlungsstück zu ziehen, das ihr noch nicht habt. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Duplikate habt, die dann eintauschen, für dieses Event ist es auch so, dass die Regel von 1 zu 5 gelockert wurde auf 1 zu 4. Also ihr braucht nur noch 4 Duplikate, um ein unbekanntes, ein neues Sammlerstück freizuschalten. Zusätzlich gibt es noch. Schauen wir mal etwas weiter runter. Eine tägliche Lieferung, da sind auch nochmal Container dabei, ja. Und es ist dann so, dass ihr über die Direktiven selbst 6 Container bekommt, ja. Das heißt, wenn ihr wirklich alles rausholt, könnt ihr 38 Container euer eigen nennen. Jeder Container hat ein Sammlerstück drin. 16 Sammlerstücke braucht ihr. Ja, also mit 38 habt ihr da dann ein bisschen Puffer. Ein Wargaming-Mitarbeiter hat das neulich mal ausgerechnet und hat gemeint, ja, also es müsste schon mit sehr, sehr, sehr viel Unglück zugehen, dass es nach den 38 Containern nicht reicht. Mathematisch soll es reichen, hat er gemeint, ja, und hat dann irgendwie eine 99,99%ige Chance angegeben. Also wenn ihr wirklich viel spielt, könnt ihr das Ganze erreichen. Für diejenigen von euch, die der Kapitän nicht so interessiert, wir können ja mal gucken, was es sonst noch insgesamt zu erspielen gibt. 21 Premium-Tage kann man immer gebrauchen. Das sind jetzt die aus der Sammlung noch nicht mit dazu gerechnet. Bis zu 215 Tarnungen, 19 Millionen Kreditpunkte, 710 Flaggenpakete könnt ihr dann für die Marken eintauschen. Und jetzt gucken wir mal auf die Direktiven. Die sind wieder wie üblich hier oben links zu finden. Und da haben wir wieder unsere Direktiven. Es sind je Direktive 10 Stück. Das heißt, wir haben insgesamt 40 mögliche Missionen, von denen wir je Direktive mindestens 6 abschließen müssen, um voranzurücken. Und es ist auch so, dass es jetzt hier keine gesonderten Belohnungen gibt, sondern es gibt immer nur mediterrane Marken. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich so gar nicht verkehrt von Wargaming, denn das gibt euch jetzt tatsächlich die maximale Flexibilität zu entscheiden. Wollt ihr den Spezialkapitän haben, dann könnt ihr alle Marken, die ihr sammelt, für Container ausgeben, um dann entsprechend an Sammlerstücke ranzukommen. Oder ihr sagt, der Kapitän interessiert euch eigentlich weniger, ihr würdet das gerne für andere Dinge ausgeben.
Es ist dabei dann auch so, dass jetzt keine nationenspezifischen Aufgaben hier dabei sind. Ja, also jetzt nicht so wie in Patch 0.8.9, dass ihr ein italienisches Schiff einer bestimmten Stufe braucht, sondern es geht ganz normal los, wie immer, alles Stufe 5 und höher. Einzige Ausnahme sind hier Aufgaben, die Flugzeugträger betreffen, die sind Stufe 6 und höher. Und so auf den ersten Blick muss ich sagen, das ist eigentlich alles für einen, der mindestens ein paar Schiffe im Hafen hat, durchaus leicht zu managen. Für einen Anfänger, der jetzt vielleicht erst mit Patch 0.8.8 angefangen hat, wird es dann natürlich schwierig, weil dann zum Beispiel ja, sowas wie 1,5 Millionen Kreditpunkte für einen Flugzeug oder auf einen Flugzeugträger, Schlachtschiff, Zerstörer, Kreuzer jeweils, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Das Ganze können wir dann in der Waffenkammer einlösen. Das heißt, für diejenigen von euch, die Sammlung abschließen wollen, gibt es dann hier die Container schnell und entschlossen. Achtung, nicht auf italienische Kreuzer gehen. Da gibt es nämlich noch für die italienischen Marken Dinge zu holen. Ja, also das war aus Patch 0.8.9. Für diejenigen von euch, die jetzt Sazonetti oder irgendwas Neues haben wollen, da sind jetzt die mediterranen Marken interessant. Und ihr seht, was es hier gibt. Es gibt Kreditpunkte, es gibt Warships Premium, es gibt ein paar Signale und hier oben natürlich dann auch die Premium-Container zu entsprechenden Preisen. Das Einzige, was mich immer ein bisschen irritiert, dass hier ein anderer Multiplikator ist als im Premium-Shop. Ja, im Premium könnt ihr Pakete zu 5, 10 und 20, meine ich, kaufen. Aber das gucken wir uns so. Was gibt es sonst noch zu sagen? Für diejenigen von euch, die vielleicht jetzt die nächsten Wochen gar nicht so viel zum Spielen kommen oder jetzt schon wissen, dass ihr zwar zum Spielen kommt, aber die Direktive gar nicht abschließen könnt. Wargaming hat tatsächlich jetzt schon angekündigt, wann es die Container für Kohle in der Waffenkammer geben wird. Das heißt, in Patch 0.9.4, was laut Wargaming so gegen Mai nächsten Jahres ist, kommen diese ganzen Container hier, die regulären Container, in die Waffenkammer für Kohle und dann könnt ihr das darüber abschließen, ja, indem ihr dann einfach eure Kohle in die Container umtauscht, damit eure Sammlung abschließt und dann bekommt ihr Sazonetti eben im Patch 0.9.4, beziehungsweise ab da habt ihr dann die Möglichkeit, je nachdem, wie viel Kohle ihr zu dem Zeitpunkt habt. Wie viel die Container kosten werden, ist jetzt noch nicht raus. Das wird sich dann zeigen. Als kleiner Hinweis noch, alle überzähligen Marken werden dann mit der Veröffentlichung von Patch 0.9.0 zum Kurs 22.500 in Kreditpunkte umgetauscht. Also wenn ihr da noch welche über habt, das geht mittlerweile ganz normal, dass diese überzähligen Marken, die man nicht mehr ausgegeben hat, nicht mehr ausgeben wollte, nicht mehr ausgeben konnte, dann irgendwann in Kreditpunkte umgetauscht werden. So, gucken wir noch kurz in Premium-Laden. Also wie gesagt, da sind hier die Container und das ist 1, 5, 10 und 25, ja, und da könnt ihr nun natürlich auch die Preise ein bisschen besser einordnen als gerade für Dublonen. Es ist wie immer, die Container kosten ihre 4,50 Euro eigentlich, aber da gibt es dann ein Sonderangebot dazu, entsprechend 10%, 15% und 20% Rabatt. Ja, wie gesagt, wer sich da etwas kaufen möchte, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er Sazonetti auch wirklich jetzt mit diesem Event bekommt, der darf das natürlich gerne tun. Gucken wir mal rein, was in den Containern drin ist. Also, was ist in den Premium-Containern drin? Es kann drin sein 15 Tarnungen oder 15 Spezialsignale. Entweder 9000 freie EP, 3 Tarnungen Typ 59 oder 3500 Kohle und ein Element der Sammlung. Müsst ihr halt entscheiden, ob es euch das wert ist, dass ihr da mindestens 4 Euro und ein bisschen was je Container dafür ausgebt. So, und zum Abschluss noch werfen wir noch kurz einen Blick auf die Eigenarten der italienischen Kreuzer. Und das beginnt zweierlei. Zum einen bereits ab Stufe 1 ist es nämlich so, dass die italienischen Kreuzer keine Hochexplosivmunition haben. Sie können also keine Feuer legen. Dafür haben sie halb panzerbrechende Granaten.
die ähnlich wie hochexplosiv, und ihr seht das hier, Panzerdurchschlagskraft der Subgranaten 42 mm, die also da rein oder primär, nicht ausschließlich, aber primär an der Panzerung interagieren. Die haben in der Regel bessere Winkel als die reguläre panzerbrechende Munition. Und hinzu kommt, dass sie noch panzerbrechende AP-Granaten haben, also ganz normale AP-Granaten. Darüber hinaus haben sie ab Stufe 5 dann noch einen Abluftnebelerzeuger. Das ist ein Nebelerzeuger, der funktioniert ein bisschen anders als der, den ihr von normalen Zerstörern kennt. Da ist es nämlich so, dass dieser Abluftnebelerzeuger, während er läuft, ja, der läuft in dem Fall jetzt 25 Sekunden, sofort nach Drücken der Taste euer Schiff in Nebel hüllt und das bei voller Fahrt beibehält. Und zwar für die 25 Sekunden plus ein bisschen was, je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid. Ja? Also das ist da an der Stelle dann ein interessantes Gimmick. Ansonsten war es das dann schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt in der heutigen Folge und könnt euch jetzt ein bisschen besser auf das aktuelle Event einschießen. Ja, könnt entscheiden, ob ihr den Kapitän Sassonetti haben wollt oder nicht, oder irgendwas anderes aus diesem Event, oder ob ihr sagt, die italienischen Kreuzer interessieren euch eigentlich gerade gar nicht. So oder so, sie sind jetzt im Spiel. Euch wünsche ich weiterhin dabei viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.